Grüß Gott, darf ich sagen, zum Welttag der Kranken, den wir in unseren Breiten auch besonders begehen und in dieser Welt der Menschen gedenken oder an die denken, die Krankheiten haben und tragen. Ich selbst gehöre auch dazu, gehöre zur Gruppe, wie wir bei uns heute sagen, zu den Risikopatienten oder Hochrisikopatienten. Ich bin selbst seit einigen Jahren Krebspatient und als ich diese Botschaft vom Arzt übermittelt bekommen habe, da ist es mir nicht gut gegangen. Mir sind die Knie schwach geworden, ich war käseweiß und ich wusste jetzt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die Prognosen, die Diagnosen waren nicht gut. Dank der Medizin, die sich wirklich auch verbessert hat in den letzten Jahren, kann ich jetzt mit Dauerchemotherapie eigentlich ganz gut leben. Und es ist mir wichtig geworden, in dieser Zeit von der Passivität, vom Niedergeschlagensein wieder hineinzukommen ins Leben, aktiv zu werden, wieder etwas zu tun. Und ich merke auch jetzt bei den Untersuchungen und Behandlungen, dass die Fragen von dem dominiert sind und geprägt sind, wie geht es weiter, was können wir machen, was kann ich tun. Also ich bin auch wieder ein Stück aktiv geworden und eigentlich sehr aktiv. Und von dieser Krankheit, die momentan, wie es aussieht, nicht heilbar ist, aber chronisch behandelt werden kann, hineinzukommen wieder ein normales Leben, das waren für mich die großen und schwierigen Schritte. Und da bin ich sehr dankbar, dass mir viele Menschen dabei geholfen haben, die einfach da waren, die in diesen schwierigen Situationen mich auch in den Arm genommen haben und mit mir geweint haben, jetzt auch wieder mit mir lachen und gesagt haben, Hans, wir sind da für dich. Ohne billigen Trost, das wird schon wieder oder so, das hält nicht. Sondern einfach da zu sein, füreinander. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und das versuche ich jetzt auch in meiner Situation weiterzugeben. Ich bin viel sensibler geworden, gerade in diesen Bereichen. Dort, wo man nichts mehr sagen kann, auch wirklich nichts zu sagen, aber man kann da sein. Und das ist eines der Geschenke, die ich auch aus dieser Krankheit mitnehme, das mir gegeben wurde, dass in dem großen Bogen des Lebens die kleinen Momente so wichtig sind, wahrzunehmen, was ist und was da ist und nicht nur auf das zu schauen, was nicht mehr ist. Gewiss gibt es Phasen, die sind nicht einfach und die sind nicht leicht. Wie lange hält das? Wie lange geht das gut mit der Therapie? Das sind Fragen, die bewegen mich, die bewegen viele Kranke. Ich möchte Ihnen mitgeben, zu schauen auf das, was noch da ist. Das ist oft nicht viel, aber es kann viel bewirken. Ein Lächeln, ein offenes Ohr, ein netter Blick, das ist es, was viele auch anderen mitgeben können. Welttag der Kranken heißt, auf diese Menschen zu schauen, aber nicht nur auf die Krankheit, sondern auf das, was sie uns mitgeben, was wir mitgeben. Diese Sorge füreinander, für das Leben, das soll diesen Tag auch prägen und durchdringen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich glauben kann an einen Gott, der über dieses Leben hinaus blicken kann und der mir auch sagt, schau auf den Moment, denn das prägt das Ganze. Hans Hintermeier, Bischofsvikar und Priester der Diözese Linz.